Moin Moin und ein recht herzliches Willkommen zurück zur neuen Folge OMG 2. Jo, aus dem schönen Thüringen. Und vielleicht seht ihr es ja gerade links oben. Minus 7 Grad haben wir schon. Das heißt, es wird heute richtig, richtig kalt. Und ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen Schnee haben, weil das wird bei der Strecke richtig, richtig schön toll. Ja. Schön, dass du wieder dabei bist an diesem tollen Video. Und meine Lieben, tut mir leid, dass das gestern mit dem Stream nicht so wurde, aber ich habe mich gestern nicht gerade wohl gefühlt und deswegen auch eine kleinere Pause gebraucht. Ich weiß, wir haben gesagt, wir machen den Scania-Skin fertig, der ist auch fertig. Und der wird doch am Donnerstag oder jetzt auch in den nächsten Tagen im Video mit reinkommen. So. Ja, wir stehen schon an der Haltestelle, und zwar gibt es ein neues Event, das vom, lass mich gerade nochmal sehen, ist schon am 21.11. gestartet und geht bis zum 13.12. Einfach ein paar Bonusmissionen, und da hat mir heute Morgen gerade mal eine Tour von Hohenkirchen angezeigt, und deswegen habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Nehmen wir doch. Und ich stehe eigentlich schon längst in den Startlöchern. Also wie gesagt, achso. Haben wir eins vergessen. So, um 5 geht's eigentlich los. Aber ihr kennt mich ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir hätten sogar noch die Möglichkeit gehabt, dass wir quasi vom Betriebshof aus starten hätten können. Also da bin ich echt mal gespannt, was da abgeht. So, ich mache einfach mal 55. Mal gucken, wer da alles dann schon mit einsteigen möchte. Genau. Ja, die M49 ist es zwar nett, aber die Hallo, 840 halt. ich hätte Ach, gern eine Frage. aber gerne doch. Danke. Und ich habe schon gedacht, dass in Thüringen schon Einfach mal fleißig schnell bitte. Guten Morgen. Schnee Nein, liegt. morgen. Morgen. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Oh, die wollen halt aber wissen. Warum denn nicht? Guten Morgen. Jawohl. So, deswegen würde ich auch gerade sagen, wir schreiben nämlich heute auch den Morgen. 28.11. Und Guten ja, Tag. moin moin. Ja, schön, mal Tür zu, oder wird es jetzt zu so kalt? Oh, da kommt schon Money angedupst. Eieiei. Ja. Da will keiner mit, okay. Auch interessant. So. Ja. Ich habe mich halt noch ein bisschen. Oder die Frage ist, habt ihr nämlich euch ein schönes Wochenende gehabt? Wenn ja, könnt ihr mal ein Like da lassen. Vielleicht kriegt man ja bei der Folge mal 10 Likes hin. So, und wir düsen jetzt einfach mal los. Schauen wir mal, was nämlich heute uns da erwartet. Nee, ich hoffe nämlich, dass nämlich Schnee fällt. Weil im Dezember sollten gehen nämlich auch dann die nächsten Dienstpläne nämlich bei uns los. Ne? Also, ja, wie gesagt, ich habe ja bei den letzten Folgen. Nächste Haltestelle: Herrenhof, Gewerbepark Nolching, Parkplatz. Jawohl. Und gehen nämlich die nächsten Dienstpläne online. Das heißt, dass ich da nämlich ein bisschen spätdiensthaft nämlich fahre. Für die nächsten OMSI 2 Touren habe ich natürlich auch noch. Das klingt immer so natürlich, wenn ich das sage, ne? Sehr interessant. Metropole Ruhr, die X13. Nämlich heute am 28.11. Wenn ihr nämlich das Video nämlich dann heute Morgen schaut, habe ich mir nämlich die Linien schon in den Bussen reingemacht. Also es kann sein, dass dann in den nächsten Tagen dann die Videos mit den X13 Linien Guten dann kommen. Morgen. Guten Morgen. Und dann schauen wir uns das Ganze nämlich auch mal. Ich bin nämlich gespannt, wie die Linien sind. Vor allem da
ja, wir mit der Folge, die heute dann auch rauskommt, bitte aktuell mit den Videos auf dem aktuellen Stand sind. Und ja, mein Gott, da droppt's schon alles, ey. Nächste Haltestelle, Herrenhof, Maximilian-Katwin-Weg. Jawohl, alles klar, wir sind mal. Ja, ich bin nämlich gerade wieder mit meinen GC020 unterwegs. Das Moser habe ich gerade mal abgeklemmt. Also ich bin ganz froh mit dem Moser, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, wo die LFM mal mitbekommen haben, ne? Ja, Entschuldigung, was soll ich denn machen? Das ist eine totale Umstellung. Aber ich versuche auch noch meinem Busfahrer was Besseres zu geben. Haben Sie Gnade mit mir. Naja. Ja, also das Event habe ich auch noch zur Zufall bekommen. Mitbekommen, weil eben auch diese automatischen Updates da erstellt. Eine Klappen auf dem Discord angezeigt werden. Hoppala. Schön. Ja, was auch ich immer da falsch mache, keine Ahnung. Na. So, auf jeden Fall ist am Donnerstag um 18.30 Uhr dann der ETS-2-Konvoi. Schön, wie du auch da mitfahren möchtest. Es gibt über Stream Elements eine kleine Zuschaueranmeldung. Also die, wo sich dann da mit einmelden können, mitfahren möchten. Die können da mit die Runde reingehen, ne? So. Und weil in dem Monat, November, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir sehr, sehr wenig gefahren. Ich weiß, ein paar Montagsaufnahmen, aber das sind auch nicht das, was man, weiß ich, unter regelmäßiges Fahren. Verstehe. Kriege mal rechts einen grünen Pfeil. Ach ja. Ja, was war eigentlich sonst noch los? Wie gesagt, ich bin auch schon mit einer realen Uhrzeit unterwegs. Wir werden nämlich auch heute ein bisschen LS-Stream machen. Es hat sich, ich habe mich nämlich da auch zu entschlossen, jetzt nämlich auch dienstags immer den ETS zu, dienstags LS-Community zu machen. Und das, da starten wir nämlich dann immer ab 12. Und davor kann ich halt noch ein paar Informationen suchen. Und dann sind wir nämlich auch auf dem Server dann nämlich unterwegs. Das heißt, wir machen nämlich heute auf jeden Fall die Forstwirtschaft. Hoffe ich mal, dass es heute zum Ende kommt. Guten Morgen. Weil es schlaucht ganz. Morgen. Schlaucht nämlich auch ganz schön viel, muss ich selber sagen. Es war eine schöne Karte, aber es schlaucht. So. Beim Abfahrt. Da bin ich halt auch mal gespannt, was da in der nächsten Zeit kommt. Aber ich glaube, um sie zwei im Schnee zu fahren, ist auch nicht schlecht, ja. Nächste Haltestelle, Herrenhof, Bärblinger Weg. Das ist immer so was Schönes, ne? Halt aber viele mit, ey.
Guten Tag. Moin. Ja, versuchen wir heute mal ein bisschen pünktlich zu sein. Ihr wisst ja, ich um Pünktlichkeit. Das ist schon was, ey. Nächste Haltestelle: Herrenhof, Westkirche. Wann ist das hier warm? Eine Frage habe ich bitte. Warm. Dankeschön. Warm? Ah, es ist 18 Grad, ey. Hey, 18 Grad, und da merke ich schon, wenn es mir zu warm ist. Ich glaube, ich habe da erst was am Schuss. Besser zu warm als zu kalt. Mann. Nächste Haltestelle: Herrenhof, Altenheim, Merz. Freunde, checkt auf jeden Fall mal in den nächsten Tagen meinen Discord ab. Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann am 19.12. bei Humas Community Rennen. Vom ACC finden zwei Rennen statt. Das habe ich mal gefragt, weil ich wollte mal wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und am 9.12. werden wir quasi dann zwei Rennen fahren. Es beginnt wieder samstags, Uhrzeit 19.45 Uhr. Das Training wird noch zwar verkürzt, aber wenn ihr Lust und Laune habt, dann bis zu unterstützen, würde ich mich gerne freuen. So, wie viel dürfen wir hier fahren? 30, ne? Ist klar. Nächste Haltestelle: Herrenhof, Südbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr. Ja, der Regionalverkehr sind wir. Ich muss auch sagen, dass die Pause mir gestern echt ein bisschen gut tat, weil es hat sich doch da ein bisschen was angekündigt und ja. Ja, manchmal muss man einfach mal gucken, was so seine Grenzen sind. Und da habe ich mir gestern doch wieder gestern ordentlich geholt. Hallo. Guten Morgen. Und moin. Einmal Tageskarte. Bitteschön. Danke. Morgen. Guten Tag. Hoi. Ja, ich habe da einfach quasi alles liegen gelassen, weil ich dachte, okay, das reicht so für den Moment mal. Aber ja. So, spulen wir mal vor. Aber deswegen bin ich auch heute Morgen wieder um 3.30 Uhr aufgestanden, mich mal ein bisschen informiert, was so up-to-date ist. Und, ja. Nächste Haltestelle. Eine kleine Liste gemacht, was mir, was wir da so im Umsee zeigen kann. Vor allem gerade noch auf dem Server fahren, ne? Also Server meine ich jetzt hier im Betrieb.
Lass mal auch mal da wieder ein bisschen Publicity zeigen. Wir haben ja gesagt, wir wollten ja eine Leitstelle veranstalten. Da ich gerade momentan meine Dezemberplanung am machen bin, was will ich damit sagen? Nächste Haltestelle, Herrenhof Kulturmuseum. Genau. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich nämlich mehr fliegen möchte. Wir machen im Dezember einen kleinen Dezember-Marathon. Ja, was meine ich denn mit Dezember-Marathon? Wir werden ein bisschen mehr streamen. Na. Mal ein paar andere Spiele noch testen. Ja. Also ihr seht, ich habe konkret auch keinen Plan, aber deswegen wollte ich eigentlich das mal mit Omsi und ein bisschen mehr Passagierfliegen machen. Gerade für Februar das Ziel mit den Airbus und zu fliegen. Die Lizenz, wie gesagt, da habe ich mir auch noch was zusammengebastelt. Und ja, was auf jeden Fall stattfinden wird. Was denn der Scheiße? Oh, ja, es könnte mich am Buckel noch der Buckel runterrutschen. Herrenhof Dorngasse. Ja, also wie gesagt, Dezemberplanung, ein etwas anderes Spektakel. Und andere Karten auf jeden Fall mal ausprobieren. Das heißt, ich werde mehr für Stadtverkehr fahren als für die RSG. Das steht schon mal fest. Montag das Ganze dann stattfinden. Und offscreen halt jeden Tag mal eine andere Strecke. Also. Nächste Haltestelle. Herrenhof Isenweg. Und es wird jede Woche, wenn es klappt, ein anderes Spiel mal gezeigt. Also das heißt, weil ich so viele Spiele bei Steam habe in der Playliste oder in der Liste zusammen mit dem BS21, würde ich das halt gerne mal abarbeiten. Also Material haben wir genug auf jeden Fall. Eine Hitze, einen normalen Fahrschein. Oh. Ja, wenn es so eine Hitze ist, hoffe ich mal, dass meine kleine Mutter wegspringt, ne? Ja, also dass man da ein bisschen mal was anderes kommt, ne? Weil, an dieser Stelle müsste auch gesagt sein, vielen Dank für die 200 nochmal. Und ich hoffe, dass ich natürlich auch jetzt mit anderen Spielen, den Survival Games, mal ein paar Action-Spiele mal gucke, wie das da so läuft. Aber mich hat es auch schon sehr gefreut, dass wo wir ATS2 den Scania-Skin mal gezockt haben. Sag mal, kann man einen Scania-Skin zocken? Oh Mann. Ja. Soll vielleicht nochmal einen zweiten Kaffee trinken? Ja.